Hallihallo, liebe Reborn-Freundinnen. Hallihallo, liebe Reborn-Freunde. Ein recht liebes und herzliches Willkommen, wie versprochen, ganz schnell wieder in meiner Violas Babystube. Ja, in meinem Babystübchen, ne? Da bin ich wieder. Wie versprochen, noch einmal. Mein Terminkalender selbst eingehalten. Da bin ich richtig stolz drauf. So. Ja, die haltet nämlich oft ihren Kaminverländer nicht ein. Du weißt gar nicht, was ist das für ein Ding? Nein, ein Kaminverländer hält die gar nicht ein. Nee, ich meine einen Terminkalender und jetzt sag mal schönen guten Tag. Du weißt gar nicht, was ein Terminkalender ist. Doch, weiß ich, muss ja nicht ganz genau, nee. Na, guten Tag, liebe Rebern-Freunde und Freundinnen und alle, die ich ganz doll viel lieb habe, sag ich mal guten Tag. Und jetzt sagt Viola sowieso wieder, ich soll gehen, weil das Baby nämlich vorstellen will. Das ist ja wieder so niedlich. Ja, ich gehe da mal lieber gleich. Ja, geh mal gleich, du Terminverländer. Ja, also, ihr Lieben, ich möchte euch die kleine Elenia noch vorstellen, die kleine süße Maus, die auch noch vor Weihnachten zu Hause ankommen soll. Und wie ihr schon seht, sie hat hier wieder so ein paar Härchen drauf. So eine ähnliche habe ich euch schon mal vorgestellt. Aber naja, wenn sie gefällt, soll jede Mama so ein Mäuslein bekommen, wenn ich es hinkriege. So, dann wollen wir mal hier auspacken gehen, ne? Oder schon mal hier ein bisschen auspacken, ja. Also sie hat auch einen Vierscheibengelenkkörper. Kann man machen, muss man nicht machen, man kann auch das anders, aber bei der kleinen Maus bietet sich das tatsächlich an, weil sie nur Dreiviertelärmchen hat und dann macht man hier unten auch Scheibengelenke hin. Das ist alles Geschmackssache. So, ja, das ist wieder so ein Körperchen, so ein, mit dem Krönchen drauf. Ja, und wie ich schon gleich gesagt habe, sie hat ein Painting mit so ein paar kleinen Härchen hier oben drauf. So ein paar witzigen, lustigen Härchen. So, nun zeige ich nochmal die Nägelchen. Da, seht ihr das Weiße ein bisschen. Dann zeige ich hier nochmal die Nägelchen. Na, nicht meine, sondern der von der kleinen Mausi, die. Und einmal Füßchen, ne? Da zeige ich auch immer gerne mal rauf, weil die immer so Babyfüßchen haben, immer sowas für sich, ne? Ja. So. Ja, was gibt's denn noch Schönes zu gucken hier? Hier sieht man vielleicht noch eine Ader schimmern, so ein bisschen, wenn ich einen Finger wegnehme. Ja, also, die kleine Mausi machen wir heute auch noch fertig. Dann habe ich ja beinahe meinen Terminkalender erfüllt. Beinahe. Ein Mäuslein wird es später noch geben. Die ist noch nicht ganz fertig. Oder der kleine Muckelmann. Und diese kleine Mausi ziehen wir jetzt gemeinsam an. Ich mache noch mal ein bisschen zu, damit das Bild sich auch mal so ein bisschen verändert. Ja, damit das immer ein bisschen kuschelig aussieht hier. Ne? Ist nicht nötig, vorm Umschalten noch alles, aber ich mache es gerne. So, dann ja, zarte Wimperchen, zarte Augenbrauen und einen Schritt zurück und dann auf den Wickelplatz umziehen und die kleine Mausi schick machen für die Heimreise. So machen wir das. So, ich brauche noch ein Auto und ein Fahrrad und ein Moped und ein Computer und ein quasi, was machst du denn hier? Was machst du mit meinem Kugelschreiber? Und wirklich schreiben tut er auch nicht, wenn ich das richtig sehe hier. Doch, weißt ihr was? Weißt ihr, der Weihnachtsmann kommt bald. Und der beißt ja nicht, hat Viola gesagt. Und jetzt brauche ich ganz viel Geschenke. Wieso brauchst du ganz viel Geschenke? Doch, ich brauche das. Ich brauche ein Auto, ein Pferd und ein Fahr. Ja, natürlich. Was noch? Auto, Pferd, Fahrrad, Moped. Natürlich. Was ist ja der cool. Was wisst denn damit alles? Steht überall rum. Selbst das kann ja auch gar keiner bezahlen. Na, oh, meinst du? Braucht man? Wieso soll man das bezahlen? Das schenkt doch der Weihnachtsmann. Naja, so viel Geld hat aber auch, glaube ich, nicht mal der Weihnachtsmann. Und außerdem muss man auch ganz, ganz artig sein, wenn man vom Weihnachtsmann was haben möchte. Und bist du immer artig? Oh, doch, ich bin immer artig. Doch, artig bin ich. Naja, das sehen wir doch schon, wie artig du bist, ne? Wer hat mir denn das ganze Papier hier gemopst? Hab ich nur ausgeborgt.
Das kannst du wieder haben, wenn ich das nicht mehr brauche. Wenn ich das alles vollgeschrieben habe. Nee, dann brauche ich es auch nicht mehr, wenn es vollgeschrieben ist. Meinst du, kannst du dann nicht mal anfangen damit, ne? Ich schreibe doch schöne Sachen da drauf. Ja, Auto, Pferd, Osterhase, alles so ein Zeug. So, mein Schatzi, nun gehst du hier mal aus dem Bild, weil ich nämlich das Babymäuschen davor stelle. Naja, hast recht, ich störe schon wieder ein bisschen, ne? Gut, dann schreibe ich nachher noch ein bisschen weiter. Du, das ist mein Papier. Oh, ich brauche das aber. Na gut, ein paar Blätter darfst du dir nehmen. Dann schreib mal schön, dann störst du uns hier nicht. Dann schreib mal eine Riesenliste. Aber man bekommt nur, wenn man ganz lieb ist, Weihnachtsgeschenke vom Weihnachtsmann. Und man kann, wenn man Pech hat, kriegt man die Rute. Rute? Nee, Rute will ich nicht. Das ist nicht, das hört sich nicht gut an. Ich gehe da mal. Ich überlege das alles nochmal. Ja, mach mal. Mach mal, überleg mal. So, wir brauchen nicht überlegen. Wir wollen jetzt die kleine Mausi gemeinsam anziehen und für die Heimreise fertig machen. Und die kleine Muckelmaus, da steht die Locke, die hat richtig eine kleine Sturmlocke hier. Gut, ich pack mal aus hier, noch mal eins weg und dann packen wir das Mäuslein mal aus. Ja. Einmal noch gibt es ein Video in dieser Woche und dann ist wieder ein bisschen Pause. Aber ich denke mal, ihr habt viel Material zum Anschauen. Ja, das schaut mal gleich ihre. Sie hat wieder so ein kleines Teilrouting. Hier stehen die Härchen ein bisschen hoch. Das Haar ist so ein bisschen natürlich gewellt und deshalb liegt es auch relativ gut. Ich weiß nicht, ob wir es noch kämmen müssen oder ob ich es einfach jetzt. Ich habe es so ein bisschen vorgekämmt und wollen mal gucken, ob ich da noch was zu zeigen muss. Schauen wir ganz einfach mal, wie es jetzt weitergeht mit uns. Also das ist so ein richtiges properes Kerlchen, wenn man es auch wieder nicht sieht. Da ging wieder was rein ins Bäuchlein, obwohl ich immer eine ähnliche Füllmenge habe. Das liegt dann an den Beinen, die ein bisschen höher befüllt werden, an dem Körper, der dann doch noch mehr Füllwatte hat, dass es dann immer doch ein kleines verändertes Gewicht ist. So, ich gucke nochmal und zwar 3930 Gramm bringt unsere kleine Schnecke hier auf die Waage. Dann messen wir jetzt, wiegen, messen und dann geht's weiter. Ja, so, also das ist Elenia, die aus dem Bausatz von einem Bausatz von Elisa Marx entstand. Das kann man ja lesen. Die erkennen ja auch viele. So, dann bin ich jetzt hier bei 48,5. Ja, 48. Gut, 48,5, ne? Wenn es dran steht, wenn wir es gemessen haben. Man kann auch so oft messen, bis einem denn die Länge genehm ist. Das geht alles. So, ich werde mal ein ganz bisschen nochmal hier kämmen, damit ihr seht, ich habe es ein bisschen angefeuchtet mit so einem Spray, mit so einem Pflegespray. Das habe ich schon öfter mal gezeigt. Ich habe auch schon gezeigt, dass man die Sturmlocke mit dem Finger so ein bisschen hinkriegt. Dann wieder mit der Hand ein bisschen draufdrücken. Da kann man auch schön Mützchen aufsetzen. Das könnte man auch glatt runterkämmen. Ganz wie man es gerne hat, wie man es mag. Sie wurde so gewünscht mit ein paar Härchen da oben drauf. Dann mache ich das natürlich auch. Ja, das kriege ich dann noch so. So, dann zeige ich mal das. Das kriege ich dann noch so hin, wollte ich sagen. Dann zeige ich mal das Painting hier. Hier ist so wie so ein kleines. Na, wie so ein kleines Scheitelchen, das teilt sich dann alles so ein bisschen. Hier hinten habe ich dann hier angefangen mit dem. Ich hoffe, dass das so gefällt. Dann ist hier die Schnecke so sichtbar. Ja, was gibt es da noch? Ach so, wir drehen einfach das Köpfchen ganz rum, dass ihr alles sehen könnt. So, ja. Und ganz, ganz zarte Wimperchen habe ich ihr gerotet. Sie ist ja auch ein zartes Mäuslein. Und das Haar ist dunkelbraun und ich arbeite jetzt mit Susan Nagelmohair. Da ist das einzelne Haar ein wenig kräftiger, aber das vertrage ich einigermaßen und gefällt mir auch ganz gut. Jo, das war's dazu. So, dann stecken wir den Nuki mal nochmal rein und dann geht es weiter im Takt. Natürlich mit der Windel. Ja, bei dem Gewicht habe ich gedacht, fangen wir doch gleich mit zwei an. Ja, sie hat einen einfachen Nuckel, der gut hält, ne? Ja, den. Da brauchen wir keine Kugel mal. Ja,
Sie ist auch in so ein Speckbäckchen, ist das kleine Mäuslein. Ja, fangen wir mal mit der Größe 2 an. Ich hoffe, dass die passt. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen hier. Ja, ich denke mal, ja, wunderbar. Sie hat 4 Scheiben, hatte ich ja schon vorhin gezeigt. Wunderbar beweglich. Und sie kriegt auch wunderbar so die Händchen vors Gesicht, so wie die Kleinen das immer machen. Ja, dann haben wir die kleine Maus ja schon bewindelt gleich, mit einer Windel, mit einer, so, ja, ich versuche sie auch immer so ein bisschen, dass man sie auch schön sehen kann, dass der Kopf nicht hängt, ich lege zwar immer so ein bisschen was hier unter, dass der Kopf nicht hängt, aber naja, ich hoffe, dass man es gut sehen kann, so, wo Windel, eine Windel ist, kommt bei mir auch immer noch eine zweite, das wisst ihr ja inzwischen, ja, verschlucke ich mich hier noch an meiner eigenen Spucke. Das muss auch nicht sein. So. Dann. Und dann kommt unser berühmtes Wattepad in das Vinylpaket. Na klar, wo habe ich das? Hier. Und ein bisschen Babyduft. Der ist gerade außer Haus. Nee, hier habe ich ihn. Ich lege mir das ja immer so ein bisschen an die Seite, alles, was ich brauche. Und manchmal vergesse ich eben auch das eine oder andere. Das wisst ihr auch, dann muss ich das Video ab und an mal anhalten. So, hier mache ich wieder kräftig was aus meinem Fläschchen drauf. Solange da noch was drin ist, dann duftet das Babylein schön nach Baby. Und kriegt noch einen so richtig schönen Knackepo. So, und wer das nicht mag mit dem Duftpack, einfach wegwerfen und selber was ausdenken. Oder alles weg, neue Windel. Geht alles. So, du nimmst mal die Händchen aus dem Gesicht hier. Jo, kleine Mausi hier. Mit ihrem kleinen. Ich denke mal auch, dass die Härchen hier so, also da würde auch noch ein kleines Spänkchen gehen. Ich lasse es dann immer, ich denke, warum abschneiden, dann brauchst du es ja nicht raufroten, ne? Das sind so meine Gedanken. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch Schönes haben. Ja, hier habe ich mal vorher, hier habe ich ein Set ausgesucht. Ich will mal hoffen, dass es passt. Es ist die 56, aber sie war ja nun gar nicht so sehr groß. Sie war ja 48,5. Und ich denke mal, und hier habe ich mal vorher reingeluschert oder reingeschaut. Hier ist ein Body drin, wenn ich das richtig geguckt habe. Jawohl, Mensch. Super, klappt ja mal. Einmal muss es doch auch gut gehen hier. So, den Body werde ich wieder von unten anziehen, wie immer. Obwohl ich da ja nicht viel Haare zerwursteln kann, aber ich mache es trotzdem. Das ist ja schon fast drin, das Body von unten anziehen. Das geht bei mir gar nichts anderes mehr. Ja, so. Ja, aber sie spreizt die Händchen so schön. Da muss man auch ein bisschen aufpassen hier, hm? Kleine Mausi, kleine Speckbacke. Jo, so, ich hoffe, dass ihr alles schön sehen könnt. Und, tja, dann wollen wir mal. So, ein rosa Body. Und schon haben wir schon unser Mäuslein schick gemacht hier. Die Händchen, ich mache das immer so gerne, wenn sie die Händchen so spreizen, die kleinen. Aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Manch einer liebt gerade die Fäustchen und ich finde immer so diese Händchen, die sehen auch doch schön lebensnah oder lebensecht aus. Das Ganze ist ja ein 3D-Foto. So könnte ein Baby aussehen, wenn es ein 3D-Foto wäre. Jawohl. Was haben wir denn noch? Ein Strampi haben wir heute noch. Heute gibt es mal ein Strampi. Ich habe gedacht, es ist bald Weihnachten. Hier sind so schön Schleifchen dran. Das hat so eine wollweiße Farbe. Wollen wir mal schauen, wie unsere kleine Mausi damit aussieht. So, hoffentlich passt der. 56 fällt von dem Anbieter nämlich immer relativ klein aus. Und die nächste Größe dann wieder zu groß. Ja, so ist es halt. Na gut, probieren wir es ganz einfach aus. Das Schlimmste, was passieren kann, dass ich anhalten muss und mir was anderes holen muss. Eine Nummer größer von was anderem. Ja, oder erwarten, bis der Postbote was bringt. Aber das würde jetzt dann doch zu lange dauern. Nee, passt, schaut mal. Das passt, ja. So, das hat sich da tatsächlich das Schildchen von alleine hinten reingetan. Na, das ist ja auch mal was.
was Lustiges hier. Schildschwind, das weiß alles hier schon schwerst Bescheid, selbst die Schilder. Die Schilder vom Strampler. Die gehen ganz alleine hinten rein ins Höschen. So, na, da haben wir doch ein weihnachtsfähigen Strampi ausgesucht, denke ich mal, ne? Ja, mit einem Mickey-Mäuschen drauf und Schleifchen und Mickey-Mäuschen hat auch ein Mini-Mäuschen, ist das ja nicht Mickey Maus. So, ich zeige sie denn nochmal. Ja, wenn ich sie umdrehe, ist sie raus aus dem Bild, ne? Jo, nö, muss nicht raus aus dem Bild. So, naja, ich versuche es so ein bisschen aufzulockern. Mal hochhalten das Mäuschen. Nucki reinstecken. So, dass es nicht ganz so langweilig wird hier bei uns. Ja, hier ist jetzt nur was Helles und der normalerweise suche ich denn was Rosanes, aber ich denke mal, die kleine Mausi ist zu erkennen, ne? Ja, wenn ich jetzt nur was Rosanes suche, dann bin ich eine halbe Stunde verschwunden. Und wer unterhält euch dann? Mal gucken, ob ich hier noch was Rosanes finde. Nee, ich lasse es. Wir lassen es so. Ich denke mal, was ich so sehen kann, ist sie zu sehen. Weil ein paar rosa Pünktchen drauf sind, das Shirt ist rosa, sie selber ist rosig. Ja. So, dann habe ich noch ein kleines Mützchen. Ich werde mal das erstmal zur Seite legen und erstmal die Püschen holen. Liebe, liebe Strickerin, ich sag immer lieb Dankeschön, weil ich immer die passenden finde. Du schickst mir immer die passende Auswahl. Ich bin immer happy und glücklich. Ja, hier habe ich mich dann nun für weiße entschieden. Es geht auf Weihnachten zu, soll alles ein bisschen festlich sein. Und ich freue mich auch, dass ich wirklich das schaffe, diese Mäuslein alle rechtzeitig noch vor Weihnachten nach Hause zu bekommen. Das ist ganz wichtig, auch für mich. Dann weiß man auch, warum man es so gemacht hat, das, und warum man ein bisschen Gas gegeben hat. Naja, so viel Gas geben geht gar nicht bei den kleinen Süßen hier. Die brauchen alle ihre Zeit. Jo. Na, Nuki noch mal zeigen. So, ach, das Mützchen, na klar, das ist ja ein drolliges Ding. Schaut mal, mit einem Ödeldöddel, einem anderen Ödeldöddel oben drauf. Ja, das passt nicht ganz genau, das habe ich dazu gekauft, aber weil ja nicht jedes Set hat ein Mützchen dazu, dann muss man auch ab und an mal ein Mützchen einzeln kaufen. So sieht sie mit Mütze aus. Ja, niedlich. Ganz süße Muckelmaus, ne? Ja. Ja, da sind wir schon fast wieder am Ende. Habe ich jetzt auch noch ganz schnell geredet dazu. So, Mützi nehme ich mal wieder ab. Guck mal gleich, was die Herrchen machen. Gehe vielleicht nur mal mit dem Bürstchen drüber. Schwupps, wenn ich die Bürste finde. Wenn ich sie ins Bild bekomme. Ja, so, einmal noch hier so ein bisschen. Einmal, da, hier habe ich auch so gerotet. So praktisch, wie ich die Haare gepinselt habe. So habe ich auch so einen kleinen Schwung da reingegeben. Und schaut mal, das ist doch ganz hier oben. Das ergibt doch ein ganz schöne. Da kann man ein kleines Spänkchen reinmachen, wenn man möchte. Ansonsten kann man sie auch glatt kämmen. Das will ich jetzt nicht so demonstrieren. Ich möchte ja auch immer, dass die Kleinen niedlich rüberkommen, die kleinen süßen Schneckchen hier. So. Ja, was haben wir denn noch? Na klar. Ne, da, natürlich kriegst du auch eins. Was denn, ne? Ein Kuscheltierchen möchtest du haben. So, wie lege ich sie denn schön ins Bild für euch hier? Ja, da haben wir noch einen von den Weihnachtsbären, von den Glitzerfußbärchen. Na, einen hatte ich noch. Ja, so, und den darfst du mitnehmen, kleine süße Mausi. Ja. Na, seht ihr, da sind wir schon fast beinahe wieder am Ende angelangt hier. Aber warum kriege ich dann keinen? Ich möchte doch auch bitte schön gerne einen Weihnachtsbären haben. Nun, weißt du, Kasi, das kriegen ja unsere Babymäuslein mit. Du schreibst nun schon stundenlang Wunschzettel und willst jetzt den Bären auch noch haben? Hast du auch recht. Das Babylein braucht ja auch ein kleines Geschenk. Ja, na gut, Baby, du darfst das mit nach Hause nehmen, ne? Und dann komm gut nach Hause, Baby. Und du kommst jetzt mal gut, sagst mal schön Tschüss und gehst jetzt aus dem Bild. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss jetzt auch mal gehen und sag einfach Tschüss und wünsche euch ganz viel Vorweihnachtsfreude. Ganz, ganz, ganz viel. Ja, super hast du das gemacht, Kasi.
Super. Dann kann ich euch jetzt auch bloß noch ganz viel Vorweihnachtsfreude wünschen. Also ihr Lieben, jetzt lässt das nächste Video wieder ein kleines bisschen auf sich warten. Eins gibt es aber noch vor Weihnachten, kann aber nicht genau sagen, wann, wenn es fertig ist. Ich wünsche euch viel Freude mit den Videos, die bisher so entstanden sind. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Dann lasst euch die Zeit nicht lang werden. Lasst euch nicht unterkriegen von der Zeit, die momentan ist. Haltet die Ohren steif, macht einfach das Beste aus dieser, ich zeige sie noch mal ein bisschen, ja, macht einfach das Beste aus dieser Zeit. Nehmt mal ein Püppchen in den Arm, die eins haben, lasst es euch gut gehen, drückt mal so ein Püppchen, dann wird es auch alles ein ganz bisschen leichter. Sie machen zwar die Probleme nicht weg, aber so ein kleines Reborn-Mäuschen macht so ein bisschen, wärmt das Herz ein bisschen. Und das ist auch immer so mein Ziel, dass diese kleinen Mäuslein Herzenwärmer für euch sind. Und wer keins hat, der schaut einfach ein Video mehr. Ich meine auch immer euch alle, die zuschauen, damit, mit dem, was ich sage. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, sagt eure Viola aus Violas Babystube. Macht es gut. Ach, Nucki wieder raus. Macht es gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Einmal streicheln noch. Und nochmal winke, winke. Und bis bald. Tschüss.